Ja, bei denen gibt es ein bisschen mehr zu erzählen. Das ist die Fasnachtsgesellschaft Ittigen-Bauingen. Die gibt es seit 1982. Sie haben als Obermotto das Musical. In dieser Fasnachtsgesellschaft sind verschiedene Guggenmusiken zusammengeschlossen. Vorweg haben wir den Bottistamm. Das sind 29 Mitglieder. Das ist einfach eine reine Laufgruppe, die mit Sagengestalten rund um den Mannenberg dabei ist. Und gemäss ihren Aussagen dürfen die Ittigen nur für ganz spezielle Anlässe verlassen. Also wie zum Beispiel für den Berner Fasnachtsumzug. Selbstverständlich, muss sein. Denke, muss fast sein, gell? Und hinten drin gerade haben wir kleine Matrosen. Ich denke, die kommen gleich ins Bild. 9 kleine Matrosen mit Begleitung. Das sind nämlich alles Kinder von der Guggenmusik Rhythmushüpfer. Alle zwischen 1 und 7 Jahren. Also, ihr seht, die waren recht geschäftig. Die machen nicht nur Musik. Also, es gibt Nachwuchs. Es gibt Nachwuchs. Die Hoffnung genau. Ist noch nicht verloren. Die ist absolut nicht verloren. Und wenn sie nicht draussen kommt, dann machen wir sie halt einfach selber. Da kommen sie, die Matrosen. Ja, und die haben auch ein bisschen schnell davon, so wie es aussieht. Die Rhythmushüpfer, wie gesagt, gehören auch zur Fasnachtsgesellschaft Ittigen-Bauingen von 1983, sind 30 Mitglieder. Das Sujet von ihnen, ich war noch niemals in New York. Matrosen verkörpern das Musical von Udo Jürgens. Die MS-Hüpfer steuern einen neuen Captain, also sie haben einen neuen Tambourmajor, Dino Beutler. Und fahrt nächstes Jahr, also im 2013, in Jubiläumshafen ein zum 30-Jährigen. So ein Major hat eine grosse Aufgabe, also die Leitung, die ganze Organisation. Er ist verantwortlich für alles. Wie wichtig ist ein guter Tambourmajor? Das ist gut, sprichst du das an. Also ohne Tambourmajor ging nichts. Das ist ja so. Also er ist der Touchmeister auf der Gasse. Er gibt den Takt an, wenn man spielt. Er sagt, was man spielt. Er hat den Haufen zusammen. Ich meine, all diesen Leuten geht mal einer verloren. Es geht darum, die Leute ein bisschen zusammenzuhalten. So, dass man dann auch wieder auf die nächste Bühne kann spielen kann. Also er ist sehr, sehr wichtig. Ohne ging es nicht. An dieser Stelle nochmal ein Merci. Ein Merci vielmals an alle Altstadtbewohner. Die müssen da etwas auf sich nehmen. Schlaflose Nächte. Aber für Fasnacht rentiert sich das. Ist einfach schön. Das gehört dazu. Genau. Das sind etwa 10 Mitglieder. Die laufen die Sittigen und im Umzug oder im Berner Fasnachtsumzug mit. Das speziell muss man erwähnen, dass die einfach aktiv in der Stammgruppe müssen dabei sein müssen, dass sie das dürfen machen.